Wir Christen sprechen oft von Gnade und oftmals verstehen wir es nicht. Und wenn du es selber nicht verstehst, kein Ding, dann bist du in besserer Gesellschaft. Auch die Jünger Jesu hatten enorme Schwierigkeiten gehabt, zu verstehen, was Gnade bedeutet. Jesus, 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 Wahnsinn, du bist es wirklich, du lebst, du bist auferstanden, ich glaub's nicht, in Fleisch und Blut vor mir. Oh Mann, wenn ich bedenke, hey, gestern Abend noch, ne, ich war am Fischen auf dem See, tut mir leid, ich bin zurück in meinen alten Job gegangen, ne, weißt schon, Petrus, aber ich war auf dem See und ich habe gefischt die ganze Nacht durch, stundenlang, und ich habe nicht einen einzigen Fisch gefangen, und dann plötzlich kam diese Stimme in der Nacht, die gesagt hat, Petrus, wirf deine Netze auf der anderen Seite des Bootes runter. Und ich denke so, ey, ich bin professioneller Fischer, was soll das denn? Aber okay, ich meine, ich habe nichts gefangen, also habe ich es gemacht, ne? Und ich werf die Netze auf die andere Seite des Bootes und tausende von Fischen, ich habe sie kaum noch ins Boot liefen können. Und ich denke so, ey, boah, voll das Wunder! Ne? Und ich muss rausfinden, wo diese Stimme herkam, wer war diese Stimme? Und ich hebe meine Augen und ich sehe am Strand, da stehst du lebst und du bist hier, du bist es wirklich, Hammer, Andreas, komm her, es ist wirklich, es ist Jesus. Petrus, hey, ja. Liebst du mich? Ja, natürlich liebe ich dich, Halleluja, du lebst, Andreas, komm dann her, weide meine Schafe. Komm her, Andreas. Petrus, ja. Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich und, oh, diese ganze Verratsgeschichte und mit diesem Hahn, der gekräht hat, es tut mir sowas von leid und ich habe mein ganzes Leben geändert, wird nie wieder vorkommen. Und woher wusstest du das mit dem Hahn eigentlich? Wahnsinn, wie du das gemacht hast. Aber hey, Andreas, dann weide meine Schafe. Ich lächle, Petrus. Aber ich mein's ernst. Jetzt Petrus, komm her, Andreas. Petrus, ja. Liebst du mich? Jesus, einfache Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe. Und mein ganzes Leben gehört nur dir allein und ich werde dir nachfolgen, für den Rest meines Lebens. Ich gehöre dir. Gut, gut. Dann weide meine Schafe. Ich wusste noch nicht mal, dass du Viehzucht hast. Das ist so cool. Ich lerne immer neue Sachen über dich. Hammer, Jesus. Petrus, ja. Erinnerst du dich noch an die Nacht, wo die Frauen zum leeren Grab gegangen sind? Oh ja, ja, ich weiß noch. Also, wir waren alle in diesem einen Zimmer da oben, ne, und wir hatten tierisch Angst, denn ich meine, wir glaubten, du bist tot. Ne? Du warst tot, du warst ja wirklich tot. Und wir standen da und wussten nicht, was wir tun sollen. Und Maria und die andere Maria, die sind dann zum Grab gerannt und sie wollten dir irgendwelche Gewürze bringen. Ne? Und die eine Maria kam dann irgendwann zurückgerannt und von Weitem hörten wir sie schon rufen. Und es hörte sich an, wie als würde sie sagen, es bebt. Und ich denke so, oh nein, nicht ein Erdbeben. Ich hasse Erdbeben, ich habe so Angst vor Erdbeben. Als du gekreuzigt wurdest, gab es auch ein Erdbeben und die ganze Erde. Und ich so, Angst, wenn das jetzt wiederkommt, oh nein, oh nein. Aber dann kam sie näher und es wurde deutlicher. Und sie sagte, er lebt, er lebt. Und wir so, wer lebt, was meinst du? Und sie sagte, da am Grab, da war ein Engel. Und er hat uns gesagt, geh, sag den Jüngern und Petrus, dass er lebt. Er ist auch verstanden, Jesus lebt. Und boah, wir wollten es kaum glauben. Johannes und ich, ne, wir haben gesagt, boah, das müssen wir uns angucken. Und dann sind wir losgerannt zum Grab. Und wenn Johannes sagt, dass er schneller am Grab war als ich, ne, stimmt gar nicht, ich bin viel schneller. Egal, auf jeden Fall, ich war dann beim Grab und ich stürme das Grab rein und das stimmt, das Grab war leer. Und ich habe noch gedacht, was bedeutet das, was bedeutet das? Und der Johannes, ey, der Johannes ist so gut mit Worten, ne, der sollte echt ein Buch schreiben. Auf jeden Fall sagt er dann so, ey, Petrus, sag mal, checkst du es nicht? Das ist genau das, was er vorausgesagt hat, dass er auferstehen wird. Und es ist genau da passiert. Halleluja, Petrus, du lebst. Ja. Der Engel sagte was? Der Engel sagte zu Maria, genau. Er sagte, geh und sag den Jüngern und Petrus, dass er auferstanden ist und er lebt. Halleluja, du lebst. Jesus. Ja. Er sagte was? Der Engel sagte zu Maria, geh und sag den Jüngern und Petrus. Geh und sag den Jüngern und Petrus, du hast mich nicht mal mit den Jüngern genannt. Du hast meinen Namen gesagt. Warum hast du meinen Namen gesagt? Das ist Gnade. Nein, nein. Jesus, nach dem, was ich dir angetan habe, weißt du, an diesem Abend, wo du vor Gericht standst, sind so viele Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und ich habe dich verleugnet, wieder und wieder. Und ich habe gesagt, ich habe dich verflucht und gesagt, nein, ich sei verflucht, wenn ich zu dem gehören sollte. Und ich bin mit Schuld, dass du ans Kreuz gegangen bist. Ich habe dir nicht geholfen und ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, das wieder gut machen zu müssen und dafür zu büßen. Es ist unvergebbar, was ich dir angetan habe. Nein, Petrus. Das, was ich am Kreuz getan habe, sollte geschehen, damit das Unvergebbare vergebbar gemacht wird. Das ist Gnade. Es geht nicht um dich, es geht immer nur um mich.
Es geht nicht um dich oder um mich, was wir getan haben, was wir denken, was unvergebbar sei, sondern es geht immer nur um das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Egal, was wir getan haben, egal, wie schlimm es uns auch vorkommt, es geht immer nur um das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist das, was bestimmend ist. Und das Thema der heutigen Predigt lautet Gnade. Also wenn das hier... Nein? Geht nicht. Aber danke. Das Thema der heutigen Predigt lautet Gnade. Oder Gnade ist Zuckerwatte. Was ist denn Gnade? Wie würden wir Gnade definieren? Nun, Wikipedia, das funktioniert tatsächlich nicht. Wikipedia sagt, erstmal ein Wörterbuch sagt, Gnade ist die Gunst eines sozialgesellschaftlich oder ähnlich höherrangigen gegenüber einem sozialgesellschaftlich oder ähnlich auf niedrigerem Rang stehenden, die Gnade des Königs erlangen oder verlieren im religiösen Bereich, und da befinden wir uns, verzeihende Güte Gottes, die göttliche Gnade. Okay, das hilft uns erstmal nicht so viel. Wikipedia sagt dazu jedoch, genau, das Wort Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Eng verwandte theologische Begriffe sind Heil, Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit. So, hilft uns das jetzt so sehr? Eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe Gnade oft zusammengefasst gehört mit dem Merksatz. Ups. Okay, geht's? Weicht das? Cool, dann noch einmal eins zurück. Mit dem Merksatz, dass du bekommst, dass du nicht bekommst, was du verdienst, aber nicht bekommst, aber dafür bekommst, was du nicht verdient hast. Macht das gerade Sinn? Nicht so. Okay, ganz kurz zu dem Bild, was jetzt kommt. Das war vor 3 Jahren. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an diese Geschichte erinnern, weil ich generell Sachen, die negativ passieren und wo etwas Blödes in meinem Leben passiert ist, sehr gerne sehr schnell vergesse. Das hilft mir, ein sehr glückliches Leben zu führen übrigens. Aber wir waren damals im Urlaub in Frankreich und ich weiß, dass der junge Mann in der Mitte mit der großen Zuckerwatte etwas angestellt hat, was wir definitiv ausdrücklich verboten hatten. Und es kam der Zeitpunkt, wo alle Kinder durften sich irgendwas für 2 Euro aussuchen und jeder hat auch etwas bekommen. Ich meine sogar, er hat irgendwas gekauft, aber wollte es dann noch was? Keine Ahnung, wie es war. Ich kann es nicht mehr ganz zusammenbringen, aber ich weiß, er wusste, dass er keine Zuckerwatte kriegt. Er wusste es, weil er es weder verdient hatte, er hatte was verbockt und sagt, wenn er das und das nicht macht, dann gibt es halt keine Zuckerwatte. Und ich sah das als einen guten Moment an, ihm etwas beizubringen. Und deswegen bin ich hingegangen, ich habe ihm die Zuckerwatte gekauft und ihm geschenkt und gesagt, Jeschua, weißt du, warum du diese Zuckerwatte jetzt bekommst? Und er hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, nein, keine Ahnung. Ich so, hast du sie verdient? Und er sagte, nee, überhaupt nicht. Ich habe ihm gesagt, genau so ist Gott zu uns. Wir machen Sachen, die wir nicht machen sollen, aber anstelle von Strafe, die wir verdient haben, schenkt er uns etwas, was wir nicht verdient haben. In seinem Fall Zuckerwatte. Gnade ist Zuckerwatte in diesem speziellen Fall. Und deswegen fasse ich das zusammen mit dem, Gnade ist nicht bekommen, was man verdient, sondern bekommen, was man nicht verdient. Ich finde, das ist die beste Zusammenfassung von Gnade, die mir je untergekommen ist. Ganz häufig wollen wir gerne die Benefits von Gott haben. Das, was Gott zu bieten hat, seinen Segen, seine Heilung, eine Ewigkeit, ne, Feuerversicherung, Hauptsache nicht in die Hölle. Aber häufig wollen wir ihn nicht oder die Nachfolge zu ihm nicht, sondern nur das, was er uns bieten kann. Genau. Aber Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dass es genau das sein sollte, eigentlich, was wir mehr noch wollen als alles andere. Paulus schreibt in 2. Korinther 12,
Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Er schreibt das im Kontext dessen, dass er einen Pfahl in seinem Fleisch hatte, sagt er, oder ein Dorn, das ihn gequält hat. Er hatte irgendeine Krankheit, die ihn sehr, sehr, sehr mitgenommen hat und hat immer wieder zu Gott gebetet, nimm mir das weg, nimm mir das weg. Und Gott hat gesagt, nein, nein, ich nehme es dir nicht weg. Ich möchte, dass du lernst, dass ich in deiner Schwachheit stark bin und dass dir meine Gnade genügt, dass dir meine Gnade genügt. Es gibt eine Geschichte, die ich erst einmal erzählt habe, von meiner Frau und mir, wo wir geheiratet haben. Und die kirchliche Hochzeit, die war relativ furchtbar, muss ich sagen. Und der Grund dafür steht hier. Weil ich mich so oft eingemischt habe und all die Wünsche, die meine Frau eigentlich hatte, habe ich gesagt, nee, wir lassen uns das anders machen, lass uns das anders machen. So, dass es dann so wurde, wie sie es sich gar nicht gewünscht hat. Und ich habe ihr eigentlich den schönsten Tag des Lebens sozusagen ein bisschen vermiest. So sehr, dass sie wochenlang, jahrelang teilweise wirklich darum getrauert hat. Und darüber geweint hat, wie schlimm ihre Hochzeit war. Und ich war schuld. Und eines Tages habe ich versucht, sie zu trösten, wo ich gemerkt habe, ja, wo sie wieder darüber nachgedacht hat. Und sie hatte Tränen in den Augen und ich habe ihr gesagt, du, es tut mir so leid, dass ich das gemacht habe, aber hey, immerhin hast du jetzt mich. Das hat sie nicht so getröstet. Aber sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Ordi, das sind Freudentränen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt dich habe, sondern ich habe verstanden, dass ich Gott habe. Egal wie die Hochzeit war, ich habe ihn. Er ist in meinem Leben und er führt unser beider Leben und das ist mehr als alles andere. Und das erfüllt mich gerade mit so einer Freude, dass ich darüber hinwegkommen werde. War ernüchternd. Aber es ist gut, dass sie Gott hat und dass das wichtiger war und im Endeffekt ihr den Trost geschenkt hat. John Piper ist ein Prediger und ein Buchautor, der eine sehr wichtige Frage mal gestellt hat. Er hat gefragt, würdest du noch in den Himmel wollen, wenn Jesus nicht da wäre? Würdest du noch in den Himmel wollen, wenn Jesus nicht da wäre? Wenn all deine Freunde da wären, all deine Verwandten, dein ganzes Lieblingsessen, kein Leid, kein Geschrei, kein wirklich alles nur das Schöne, aber Jesus wäre nicht da. Würdest du dann noch in den Himmel wollen? Paulus, der 2. Korinther 12 geschrieben hat, hat auch Philipper geschrieben, Philipper 3, Vers 8, wo er sagt, das geht nicht, dass ihm alles andere wertlos erscheint, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, seinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe, sagt er. Er sagt, alles, was ich in dieser Welt haben konnte, alle Freunde, alles Schöne, alle Gesundheit, ist Dreck, also im wortwörtlich sagt er dort eigentlich ein vulgäres Wort, das vulgäre Wort von Kot. Ihr wisst welches. Er sagt, das ist für mich das Letzte. Ich brauche es nicht, wenn ich nur Christus haben kann. Wenn ich nur Christus haben kann, nachdem er erkannt hat, dass ihm alleine an seiner Gnade genügen soll. Warum ich das sage ist, kann es sein, dass manche von euch, manche von uns, enttäuscht sein werden, wenn wir im Himmel sind. Dass manche von uns enttäuscht sein werden, wenn wir im Himmel sind und feststellen, dass dort nicht nur Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit und so weiter ist, sondern unfassbar viel Gnade. Das heißt, dass dort Menschen sein werden, denen wir im Leben nicht vergeben hätten. Dass dort Menschen sind, mit denen du vielleicht auch jetzt im Konflikt lebst und sagst, boah, was die gemacht haben, das geht gar nicht. Aber wenn Gott selbst denen vergibt, ich möchte nicht sagen, dass Gott allen Menschen vergibt, aber er kann allen Menschen vergeben, wenn sie ihn darum bitten. Der Himmel wird voller Menschen sein, von denen wir vielleicht überrascht sind, dass sie dort sind, weil sie um Vergebung gebeten haben und Gottes Gnade das tatsächlich abdeckt. Gnade ist das, was unseren Gott, was das Christentum auch
radikal von allen anderen Religionen, allen anderen Göttern komplett unterscheidet. Das Konzept der christlichen Gnade gibt es in keiner anderen Religion so krass wie bei uns. Dass Gott bereit ist, nicht nur das alles zu vergeben, sondern uns Gutes zu schenken. Und er lädt dich und mich dazu ein, das zu tun, was sonst nur er schenken kann, nämlich Vergebung zu schenken, Gnade zu schenken, sein Reich zu bauen. Das ist eine Einladung von Gott, dass du und ich sein Reich mitbauen dürfen. Und dieses Reich, das ist im Alten wie im Neuen Testament, es ist das Reich von Shalom. Es ist das Reich des Friedens, Gottes Reich. Wenn Jesus sagt, siehe, das Reich Gottes ist schon gekommen, dann weil er es aufgebaut hat und uns eingeladen hat, es zu verbreiten. Und im Vater Unser ist es genau das, was wir beten. Im Vater Unser beten wir, denn dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. So wie es im Himmel ist, wo Gnade herrscht, soll es auch auf Erden sein. Und Gott lädt uns ein, genau das eben dort zu tun. Und wo wir gerade vom Vater Unser reden, das Vater Unser, weiß jemand, wo das drinsteht? Okay, interaktive Predigen funktionieren hier nicht, kein Problem. Es ist in Matthäus 6, es ist Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Alle drei Kapitel sind die Bergpredigt. Und in der Mitte finden wir das Vater Unser. In den anderen Evangelien lesen wir, dass die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir beten? Und Jesus sagt ihnen, ihr wisst eigentlich schon, wie man betet. Ja? Ich gebe euch kurz die Vorgeschichte dazu. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in die Synagogen an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ganz kurz hierzu, hat jetzt nichts mit dem Thema Gnade zu tun oder der Predigt selbst. Ich habe ganz häufig gehört, Glaube ist Privatsache. Glaube ist Privatsache. Und wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, lass niemanden wissen. Ja, keiner soll sehen, wie du betest. Das ist nicht das, was dieser Bibelvers hier aussagt. Das Wort Heuchler, das er hier auf die Pharisäer betrifft, wir sagen immer gerne, das ist jemand, der etwas sagt, aber dann das Gegenteilige tut. Das stimmt nicht. Heuchler, griechisch Hypokrites, war jemand, der etwas zur Schau stellt, etwas zeigt, also wie ein Schauspieler. Ein Hypokrites war eigentlich, das hast du immer in Griechenland im Schauspiel gesehen. Jemand, der so tut, als wäre etwas, ja, aber um gesehen zu werden. Und deswegen sagt er auch, nicht um gesehen zu werden sollt ihr beten, sondern geh in dein Kämmerlein. Das ist aber nicht falsch, wenn man es sieht, aber es soll nicht darum gehen, gesehen zu werden. Okay? Ich möchte euch dieses Kämmerlein, was da steht, ne, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater. Wir denken da so an die Besenkammer, ne? Das Wort für Kämmerlein ist Talit. Und Talit sieht so aus. Ein Talit ist ein Gebetsschal. Und wenn du den Talit schließt, dann schließt du das Gebetskämmerlein. Und das wirst du in Israel an dieser Wand da, wirst du ganz oft Leute in ihrem Talit beten sehen und sie schließen sich ein. Es geht nicht darum, dass man sie nicht sieht, das ist nicht schlimm, sondern es geht nicht darum, dass du es machst, um gesehen zu werden. Nicht dieses, hey, ich bete jetzt, ne? Und dann zu und dann passiert da eigentlich gar nichts, sondern es geht darum, dass, wenn du betest, konzentrier dich, dass du wirklich mit Gott redest und dass es dabei um dein Gebet geht, nicht darum, dass es Leute sehen. Aber sie dürfen sehen, dass du betest, gerade damit sie dich nicht stören. Das ist auch der Grund, warum wir mit den Kindern zum Beispiel beim Essen beten. Es ist auch okay, laut zu beten, damit sie das lernen. Das ist okay, aber es geht nicht darum, schöne Worte zu machen oder um gesehen zu werden, sondern um wirklich sein Herz zu fokussieren auf Jesus, auf Gott. Ups, das habe ich zu weit gemacht. Naja, egal. So ein Talit kann man übrigens auch bestellen, aber darum geht es heute nicht. Auf jeden Fall, er sagt uns, lehre uns beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vieler Worte willen, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch ihr ihn bittet. Und jetzt kommt das Vater Unser.
Die Batterie ist leer, ich sag's dir. Das, ups, zurück. Und wenn du, machst du es oder mache ich? Okay, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehr bekanntes Gebet, oder? Übrigens, so bekannt, Jesus hat dieses Gebet nicht erfunden. Das sogenannte Amida-Gebet, das 18-Bitten-Gebet, gab es schon Jahrzehnte vor Jesus. Es gab schon Jahrzehnte vor Jesus und es gab es auch später und es ist gewachsen über die Jahre und im ersten Jahrhundert nach Christus ist es noch größer geworden, aber das Amida-Gebet, das wurde jeden Tag zur Mittagszeit im Tempel gebetet. Und jeder Jude sollte eigentlich das Amida beten. Das heißt, als die Jünger Jesu fragten, lehre uns beten, sagt er, was erzählt ihr da? Ihr wisst schon, wie man betet. Ihr wisst es doch schon. So betet man. Und er sagte dieses Amida auf, aber Amida heißt eigentlich stehen. Es ist ein stehendes Gebet und du solltest es beten in Gruppen von 10. Und du hast es meistens mehr als nur einmal gebetet. Denn wenn du fertig warst mit dem Amida, dann warst du gerade am Gehen und jemand sagte, hey, wir sind 9 Leute, könntest du uns noch helfen? Wir brauchen 10, damit wir beten können. Okay, dann gehst du dahin und betest es nochmal. Dann gehst du wieder und jemand sagt, wir sind nur 7. Okay, dann sind 3 aus deiner Gruppe dahin gegangen und du hast es wieder gebetet. Im Judentum haben die ganz häufig dieses Amida-Gebet zusammen gebetet, zur Mittagszeit, jeden Tag. Es war also super bekannt, aber ich möchte euch das, einer der ältesten überlieferten Formen des Amida, die ungefähr zu Jesu Zeiten waren, einmal zeigen. Das ist es auf Hebräisch, weil ihr nicht Hebräisch lesen könnt, habe ich es mal so aufschreiben lassen. Und es hörte sich so an. Avinu Shabbat Shemaim, Yekadesh Shemcha, Tomlich Melchuka, Yaseh Bashaim, Uva Aretz, Et Lechem, Hekenu, Telanu, Cheyom. Wortwörtlich, ich übersetze es euch, unser Vater, der lebt im Himmel, du kannst auch klicken, unser Vater, der lebt im Himmel, möge dein Name heilig sein. Möge dein Reich kommen, während wir deinen Willen hier auf Erden tun, so wie er im Himmel getan wird. Gib uns heute unser Brot von heute und erlöse uns von dem Bösen. Verflucht sei er, der Böse. Was fällt euch auf? Fällt euch was auf? Das fehlt. Die Schuldvergebung fehlt komplett. Warum? Das war etwas Neues, was Jesus eingefügt hat. Die Idee, dass der Mensch Schuld vergeben kann, war unerhört. Es war geradezu skandalös, was Jesus da eingeführt hat, denn dass der Mensch eingeladen wird in das, was eigentlich nur Gott machen kann, Schulden vergeben. Das konnte sich ein Jude gar nicht vorstellen. Es war einfach seiner Denkweise völlig fremd. Aber wir sind eingeladen worden in den Prozess der Vergebung. Vergebung und Gnade schenken, also dem Gutes tun, der es nicht wieder gut machen kann. Das ist das, was Gnade ist. Dem Gutes tun, der es eigentlich nicht wieder gut machen kann. Und manche Theologen, die sehen die Bergpredigt, diese Kapitel, also 5, 6 und 7, ne, als Chiasmus. Wisst ihr noch, was ein Chiasmus ist? In meiner letzten Predigt habe ich es erwähnt. Ne, das spitzt sich zu. Sorry, ich kann meinen Arm nicht bewegen, weil ich die Schulter gebrochen habe. aber auch da habe ich Gottes Gnade erfahren. Ein Chiasmus ist, es spitzt sich zu und danach geht es wieder auseinander. Und es hat eine Mitte. Und die Mitte der Bergpredigt, Kapitel 5, 6 und 7, ist logischerweise Kapitel 6. Und die Mitte der Bergpredigt ist das Vaterunser. Und manche Theologen sagen, dass auch die Mitte des Vaterunsers ein Chiasmus ist, dass generell das Vaterunser ein Chiasmus ist, und die Mitte des
Vater unser ist die Schuldvergebung. Wenn ihr euch noch ein bisschen daran erinnert, warum es Chiasmen gab. Der Chiasmus ist ein literarisches Werkzeug, um auf die Mitte hinzuweisen und zu sagen, das ist das Wichtigste. Das ist das, worum es in der ganzen Geschichte geht. In den Kapiteln, in dem Buch oder in einem einzigen Satz. Das ist das, die zentrale Aussage. Und die zentrale Aussage ist hier Vergebung. Vergebung und Gnade. Und wenn du eine Person sein möchtest, die so handelt, wie Gott es will, dann schenke Vergebung und schenke Gnade. Wisst ihr, Jesus hätte über alles reden können in der Bergpredigt. Er hätte über alles reden können im Vater unser. Aber das Wichtigste, worüber er redet, ist die Vergebung. Er macht das zum Hauptteil. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann schaut mal, was direkt die nächsten Verse sind nach dem Vater unser. Ups, jetzt ging es doch. Okay, mach du. Denn da ist das Reich in die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Es ist interessant, dass das genau über die Vergebung macht. Sein Fokus ist auf Vergebung. Den einen Punkt, den er selbst zum Amida hinzugefügt hat. Und es ist die Hauptlehre der Bergpredigt. Wisst ihr, liebe andere Menschen, indem du ihnen vergibst und Gnade schenkst. Es geht um Menschen. Wenn du Nachfolger Jesu Christi bist, dann ist Glaube niemals Privatsache, nur zwischen dir und Gott und dein Gebet und dein Weg mit Jesus. Das ist nicht wahre Nachfolge Jesu, sondern es geht immer um andere. Es geht immer um die Mitmenschen, wie wir andere Mitmenschen behandeln, wie wir sie lieben und wie wir sie mit in unser Leben einbeziehen. Ein Nachfolger Jesu, der kümmert sich um andere Menschen. Er schenkt ihnen Gnade, er schenkt ihnen Vergebung. Und ich möchte es nochmal sagen, Gnade ist nicht Gerechtigkeit. Wenn du dich nach Gerechtigkeit sehnst, harte Aussage, dann geh in die Hölle. Da wirst du gerecht, das ist Gottes absolute Gerechtigkeit. Wenn wir über das nachdenken, was wir wirklich getan haben, wir alle haben eigentlich Hölle verdient. Wenn du Gerechtigkeit willst, das wäre Hölle. Wenn du Gnade willst, dann willst du Jesus. Es ist leicht, über Gnade zu sprechen in einem theoretischen Bereich. Es ist wesentlich schwieriger, wenn es persönlich wird. Wenn dir tatsächlich jemand etwas ganz Grausames angetan hat, wenn dich jemand so verletzt hat, dich so fertig gemacht hat, dir was weggenommen hat und es tut weh und es wühlt dich auf. Wut, Trauer, Schmerz kochen da. Und dann zu sagen, ach ja, alles egal, komm, vergeben und vergessen, ne? Gnade, Vergebung. Das ist nicht so leicht. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ich weiß leider nicht wer, Gnade bedeutet, einen Teil des Schmerzes selber zu absorbieren, aber es fühlt sich teilweise an wie der Tod selbst. Gnade bedeutet, den Schmerz, den dir jemand zugefügt hat, teilweise selbst zu absorbieren, obwohl es sich anfühlt wie der Tod. Nach wen hört sich das an? Das ist die Sonntagsschulantwort. Jesus. Es ist genau das, was Jesus getan hat. Er hat nicht einfach nur fünfe gerade sein lassen und komm, ich verzeih dir, passt schon, sondern die Gerechtigkeit hat auch verlangt, weil die Schuld stand ja noch im Raum. Und er hat gelitten am Kreuz und er hat für uns bezahlt. Er hat diesen Schmerz auf sich genommen, um uns frei zu machen. Er hat es absorbiert. Hebräer Kapitel 1 bis 5 reden genau darüber, dass Jesus kam, um zu leiden, damit du und ich lernen zu leiden. Wenn du in einer Gemeinde groß geworden bist, wo es immer nur darum ging, dass Jesus kommt, um all deine gesundheitlichen Probleme zu lösen und wenn du ihm folgst, dann wirst du immer gesund sein, vergiss es, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sondern er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, ich schenke Gnade und ich lade dich ein, in dieses Gotteswerk mit einzustimmen, Gnade zu schenken. Es wird wehtun. Ich habe es erlebt und ich
werde dir die Kraft geben, es auch durchzuhalten, dass du Leuten vergibst. Es wird wehtun, dass du das auf dich nimmst, dieses Unrecht und diesen Schmerz durchleidest. Aber du wirst dadurch frei und du wirst die andere Person ebenfalls freisetzen. Das ist die Einladung von Gnade. Ich habe erst gestern, während der Predigtvorbereitung, gestern Nachmittag, hat mein Junge etwas bei uns, wie immer, ne, unachtsam, zu viel Kraft verwendet, wie auch immer, etwas zerstört, was mir sehr, sehr lieb und teuer war. Hat um die 100 Euro gekostet und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das war so ein wichtiges Teil für mich. Und ich war nicht gnädig in dem Moment. Ich bereite die Predigt vor darüber, dass man selber diesen Schmerz nehmen soll und ich war so sauer. Ich habe mich danach aber auch wieder bei ihm entschuldigt, dass ich so sauer geworden bin. Aber ich sage euch, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, das auszuhalten, diesen Schmerz auszuhalten, diese Wut auszuhalten und sie eben nicht explodieren zu lassen. Aber es ist das, wozu uns Jesus einlädt, weil er es uns vorgemacht hat. Und ich lade dich ein, dass du diese Gnade, die Gott dir dir geschenkt hat, nimmst und nicht für dich behältst als Privatsache, sondern dass du sie weitergibst. Dass du sie weitergibst. Denn wer, wenn nicht wir, die wir Gnade erlebt haben? Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns nicht nur vergeben hast, sondern uns gezeigt hast, dass Vergebung auch teilweise bedeutet, den Schmerz zu schlucken, das Unrecht auf uns zu nehmen und nicht für Vergeltung zu hoffen. Und Herr, ich danke dir, dass du deine Jünger gelehrt hast, in dieses Göttliche mit einzusteigen und Teil dieses Schalomreichs zu sein, in dem du uns gelehrt hast, zu vergeben. Anderen Gutes zu tun, die uns das nie wieder gut machen können, was sie falsch gemacht haben, auch wenn es weh tut. Ich danke dir, Herr, dass du uns einen besseren Weg gezeigt hast, den wir uns nicht hätten ausdenken können. Und am meisten danke ich dir dafür, dass du uns viel mehr vergeben hast, als wir jemals vergeben könnten. Herr, ich bitte dich für mein Herz und für das Herz jedes Einzelnen hier, lehre uns, Gnade zu leben. Lehre uns, bereit zu sein, den Schmerz von Unrecht auf uns zu nehmen und dem anderen Gutes zu tun. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen.